Der zweite Grund, warum ich der Fremdenlegion über den Fünfjahresvertrag hinaus treu blieb, hieß Freiheit. Ich habe mich am 4. Februar 1985 in der Legion engagiert. Ich folgte somit meinem Stern und das war meine Freiheit. Ich habe mich rekrutiert und diese Entscheidung, es war meine Entscheidung. Ich war frei, mich dafür zu entscheiden. Und heute, kurz vor der Unterschrift zum Folgevertrag, war ich es, der entschied, ob oder ob ich nicht bleiben sollte oder wollte. Das war meine Freiheit. Und diese Entscheidung überließ ich nicht der Fremdenlegion. Ich nahm denen die Entscheidung ab. Die Legion konnte nicht mehr sagen, den Gast, den wollen wir nicht mehr. Denn ich habe mich durch meine Disponibilität, durch meine Abkömmlichkeit, durch das Geben meiner besten Jahre, meine Jugend, meine Kraft und meine Intelligenz aufgezwungen. Ich habe für mich entschieden, wenn ich möchte, darf ich dort bleiben. Und das ist Freiheit. Ich habe für ein Leben in Abenteuer optiert, mit einem maximalen Risiko. Abenteuer habe ich erlebt, Risiko habe ich gehabt. Und das war meine Freiheit. Ich lebte im Rahmen der Fremdenlegion, zahlte keine Kost, zahlte keine Logis, konnte über meinen Lohn am Monatsende frei verfügen. Das war meine Freiheit, meine finanzielle Freiheit. Ich hatte keine sozialen Schranken, musste keine Rücksicht auf Frau und Kinder nehmen. Das heißt es, frei zu sein. Und das konnte ich nur in der Légion étrangère. Ich ging nicht zur Arbeit bei der Fremdenlegion. Nein, ich folgte meiner Leidenschaft. Das war mein Stern. Das war meine persönliche Freiheit. Ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können. Um Ihnen ein weiteres Beispiel zu geben, wie ich diese Freiheit definierte, müssen wir wieder zurück nach Französisch-Guyana ins Jahr 1986. Wir sind immer noch auf der Mission Profonde. Wir folgten damals auf unserer Dschungeldurchquerung einem Pfad, der hieß Le Chemin des Emerillons Disparus, der Pfad der verschwundenen Emerillon-Indianer. Ja? Und der verband den Oyapock, Grenze Brasilien, mit dem Maroni-Fluss, Grenze Surinam. Die Teke oder Emerillon-Indianer haben diesen Pfad damals erschlossen. Der erste Europäer, der diesem Pfad folgte, war Raymond Moffre, ein Forscher, ein französischer Forscher, der, indem er diesem Pfad folgte, verschwand. Sein Körper wurde nie gefunden. Und ich wusste, als ich den schweren Rucksack auf den Rücken dem Pfad der Emerillon-Indianer folgte, wusste ich, dass auf diesem Pfad vor mir kaum ein Europäer lief. Und das war meine Freiheit. So definiere ich Freiheit. Und wie sich Freiheit noch definiert, das habe ich festgehalten in meinem Buch Leben unter fremder Flagge. Ich bin ein freier Mensch. Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein. Ich habe das Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ich mag dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein zu führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolges, statt die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben. Ich habe gelernt, für mich selbst zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen: Dies ist mein Werk. Und das, liebe Zuschauer und liebe Abonnenten,
Dieser Spruch stammt von Albert Schweitzer. Und genau so definiere ich meine Freiheit. Fremdenlegion heißt für mich, ich bin ein freier Mensch. Und das war immer so gewesen. Danke für Ihre Geduld, danke für eure Aufmerksamkeit, Amitié Légionnaire. Ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Bis bald. Thank you.